Max und das Geheimnis des Wurzelmagiers. Das ist Max. Er ist 9 Jahre alt und liebt Märchen. Am besten gefallen ihm die Geschichten, die ihm sein Großvater erzählt. So richtig glücklich sieht Max aber nicht aus, oder? Liegt vielleicht daran, dass es seine Mutter gar nicht gerne hat, wenn ihm sein Opa Märchen erzählt. Sie hält Märchen für überflüssig und hat Angst, dass Max zu einem Träumer wird, der in der Schule nicht mehr mitkommt. Das ist übrigens Max' Opa. Was macht er denn da? Schreiben? Natürlich lässt er sich nicht davon abhalten, seine Geschichten zu erzählen. Und deshalb hört Max eines Abends die Geschichte von den 12 tanzenden Glücksfeen. Der Wind schüttelte die kahlen Äste der Bäume. Sorgfältig fegte er den Waldboden von altem Laub und vertrockneten Früchten sauber. In das emsige Rascheln mischten sich die Laute der Waldbewohner. Sie alle verkündeten die Ankunft des Frühlings und warteten auf eine Zeit der Freude und des neuen Lebens. Auf ein Ereignis freuten sie sich aber alle ganz besonders: die Ankunft der 12 tanzenden Glücksfeen. Sie trugen Kleider ganz aus Blütenstaub gemacht und sahen unglaublich schön aus. Alles Lebendige, egal ob Mensch oder Tier, hoffte auf ein Lächeln der Feen. Denn wen sie einmal anstrahlten, der konnte sich ein Leben lang auf sein Glück verlassen. Und natürlich möchte jeder so eine Fee kennenlernen und sich seine Wünsche erfüllen, oder nicht? Als Max in der Nacht eine Gestalt in seinem Zimmer bemerkt, die eine wunderschöne Stimme hat, glaubt er schon an einen Schrank voller Süßigkeiten und Hausaufgaben, die sich von alleine machen. Das muss eine Glücksfee sein. Aber leider sieht sie im Mondlicht vor dem Fenster ganz anders aus. Nämlich so: ich fress ein Besen, wenn die Glück bringt. Und aufdringlich ist sie auch noch. Sie will einfach nicht mehr gehen. Max beleidigt sie dann und hofft, dass sie endlich einen Abflug macht. Aber leider funktioniert das nicht so richtig. Kurz und knapp, Max wird von der Guten entführt und findet sich auf dem Boden ihrer Höhle im Märchenwald wieder. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, will sie ihm auch noch weismachen, dass sein Opa der Wurzelmagier ist und sie in diese Pummelfee verzaubert hat. Sie sei ja eigentlich eine von den lieben Glücksfeen. Also so eine. Und wer sind die beiden nun wieder? Ach, das werden Schmunzel und Funzel sein. 2 Elfen. Vielleicht können die ja Max helfen. Was meint ihr? Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass Max wieder nach Hause kommt. Auch wenn nichts mehr so sein wird wie vor seinem Abenteuer. Und da ich mich von Geschichten so schlecht trennen kann, schreibe ich einfach weiter, damit es einen zweiten und dritten Teil zu Max und das Geheimnis des Wurzelmagiers gibt. Bleibt eigentlich nur noch zu fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, so sehe ich aus, wenn ich Lesungen habe. Ein Waldelf, an den spitzen Ohren deutlich zu erkennen. Und so sehe ich normalerweise aus. Ganz schön unterschiedlich, die beiden. Dabei hören sie auf denselben Namen: Dirk Petrik. Gibt es auch als Hörspiel.